Du schreibst deine Texte und bepisst dich vor Lachen, kannst mit deinen dreckigen Texten halt nicht punchen. Und wenn du dich dann beim Schreiben deiner Texte bepisst, merkst du, dass du der Einzige auf Drogen hier bist. Hast mein Sofa nicht, kannst weiter auf deinen Crack-Sofa chillen. Wär ich du, würde ich mich jeden Tag ins Koma trinken. Du hast gewonnen, jetzt wird das Ergebnis um 180 Grad gedreht. Was soll ich hier kontern, wenn bei dir nur Scheiß entsteht? Dann bin ich halt ein Mörder, deine Zeilen sind es nicht. Dein Nazi-Gerede hat dem Battle halt kein Gewicht. Ich sage so, im Dritten Reich gab es eine gute Sache. Da hat es dich nämlich nicht gegeben, du Flasche. Nicht nur textlich wirst du zwei Verbildungslücken auf. Denn Nazis hassen Juden und Affen wie dich, also lauf. Lil Dosenfutter Rudi sagt mir, ich hab keine Persönlichkeit. Denn dein Name strahlt nicht gerade mit Glaubwürdigkeit. Vergleichst links mit rechts, und du bist so behindert. Dass du zurückgebliebener Nazi gewinnst, das hab ich verhindert.